Mit PlayStation Now startet ein neuer Streaming-Service, der PlayStation 3-Spiele auf eure PlayStation 4 bringt. Der Clou dabei: ganz ohne Downloads oder Disc. Hier die wichtigsten Infos. Nach der Ankündigung 2014 ist Sonys PlayStation Now in Nordamerika und Teilen Europas verfügbar. Die deutschen Spieler müssen sich allerdings noch gedulden. Die Beta-Testphase läuft allerdings bereits, aber ein offizieller Release-Termin ist noch nicht bekannt. Derzeit läuft PlayStation Now unter anderem auf PlayStation 4, PS3, PS Vita, ausgewählten Sony-Fernsehern und Samsung Smart-TVs. Jüngst stellte Sony PlayStation Now für den Windows-PC vor. So könnt ihr PS3-Spiele ohne die entsprechende Konsole spielen. Ihr benötigt ein PSN-Konto, da die Mitgliedschaft für PlayStation Now kostenpflichtig ist. Durch die Verknüpfung mit dem PSN-Konto könnt ihr auf Features wie Trophäen und den Cloud-Speicher zugreifen. Die Spielstände lassen sich also auf einem Server ablegen. Als Schnupperangebot bietet Sony allen neuen Abonnenten eine 7-tägige Gratis-Mitgliedschaft an. Damit testet ihr die Funktionen und Spiele. Das einmonatige Abonnement kostet knapp 20 US-Dollar, die Jahresmitgliedschaft knapp 100. In Deutschland werden die Preise wohl ähnlich sein. Wenn ihr PlayStation Now auf euren Heimrechner nutzt, dann braucht ihr eine dauerhafte Internetverbindung. Je mehr Mbits pro Sekunde eure Verbindung hergibt, umso besser und verlustfreier läuft bei euch der Streamingdienst. Weiterhin braucht ihr einen freien USB-Anschluss, um den Adapter für den DualShock 4 Controller anstecken zu können. Alternativ könnt ihr auch mit einem Controller eines Drittherstellers zocken. PlayStation Now funktioniert übrigens ab Windows 7. Seid ihr hardwaretechnisch ausgerüstet, steht euch mit PlayStation Now eine Art digitale Videothek zur Verfügung. Im stetig wachsenden Spielekatalog sind bereits mehr als 400 PlayStation 3-Spiele vorhanden, darunter Uncharted Drake's Fortune, The Last of Us, God of War Ascension, Heavy Rain, Ni No Kuni und Journey. Langfristig sollen auch PS1 und PS2-Spiele dazukommen, auch wenn der Fokus derzeit klar auf PS3-Spielen liegt. Insgesamt fällt das Feedback für PlayStation Now auf PC positiv aus. Sony hat scheinbar ganze Arbeit beim Streaming geleistet. Die bisherigen Spieler loben hauptsächlich das flüssige Spielerlebnis. Dennoch könnte Sony noch an der Bildqualität schrauben, da einige Spieler vor allem im Vollbildmodus Bildstörungen melden. Wie ihr euch auch in Deutschland für die Beta bewerben könnt, sowie mehr Infos zu PlayStation Now und eine komplette Liste der Spiele findet ihr auf pcgames.de.